Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lens TV natürlich mal wieder. Und brav waren sie, unsere Burschen. 5:1 Auswärtssieg für unseren SK Sturm auswärts beim Tabellenletzten, dem SKN St. Pölten. Also Sturm fährt über die Niederösterreicher drüber wie die Eisenbahn. Und ja, mit einer sehr konzentrierten Leistung, wie ich finde, machen das unsere Blackies dann auch gut und souverän und gewinnen eben mit 5 Auswärtstoren. Insgesamt das Spiel von Anfang bis Ende wirklich in Grazer Hand auf jeden Fall. Nicht nur wegen dem Ergebnis, aber auch vom Spielerischen her, finde ich, haben unsere Blackies das eben souverän gedeichselt. Man ist auch mit der ersten richtig gefährlichen Aktion gleich in Führung gegangen. White Ndobonchi, ja, wie ein Skifahrer, dribbelt er sich da wirklich durch seine Gegenspieler, als ob sie Slalomstangen wären. Ich glaube, 2 oder 3 Spieler hat er da auf jeden Fall aussteigen lassen. Und dann eben vollendet er auch wunderbar ins lange Eck und trifft eben zur frühen Führung in Minute 7 für unseren SK Sturm. St. Pölten hat zwar phasenweise ein bisschen Platz vorne, macht daraus aber gar nichts und so sind unsere Blackies dann auch weiterhin am Drücker. Koch mit einer guten Möglichkeit, wo St. Pölten-Tormann Riegler noch parieren kann, und dann ist es in Minute 36 Danny Allah, der das 2:0 für unseren SK Sturm macht. Über links ist es Janscher, der die Hereingabe bringt, dann ist gerade noch ein St. Pöltener mit dem Fuß dazwischen, so dass der Ball vor der Linie noch gebremst wird, aber dann stochert Danny Allah nochmal nach, dreht sich dabei noch um die eigene Achse, und ansonsten wäre auch Ndobonchi fairerweise noch da gewesen, der ihn wohl auch noch reingehauen hätte. Und auf jeden Fall Danny Allah mit dem 2:0 für unsere Blackies. St. Pölten aus dem Spiel eben wenig bis gar nicht gefährlich, kommt durch eine Standardsituation aber nochmal zurück. Nach einer Ecke über die rechte Seite ist es Diallo, der komplett unbedrängt einköpfen kann und das 1:2 aus niederösterreichischer Sicht macht. Das ist eben dann auch der Pausenstand, weil Sturm kurz zuvor noch eine Riesenmöglichkeit durch Danny Allah eben hatte, das 3:0 zu machen. Ndobonchi und Allah ziehen Richtung Tor. Eddie legt nochmal ab und ja, das Tor ist dann auch sogar leer, aber auch nur fast, weil Danny Allah es zusammenbringt, den Ball, okay, zugegeben an St. Pölten, erklärt auf der Linie, aber ihn da nicht reinzumachen, ist schon von einem Stürmer, ja, würde ich sagen, zu erwarten, dass er den eigentlich macht. Aber bitte statt 3:0 eben 1:2 zur Pause. Sturm geht aber auch die zweite Halbzeit hoch, konzentriert an, und durch eine wunderbare Einzelaktion von Peter Schule zieht man dann auch gleich das 3:1. Peter Schule, erst schiebt er dem Gegenspieler ein Gurkerl, wie man so schön sagt, zieht dann eben auf das Gehäuse und dann zieht er eben auch aus gut 25 Meter schön ab, und der geht dann wunderbar, senkt sich noch ins lange Eck, und dann steht es eben 3:1 für die Blackies, und danach war das Ganze wirklich erledigt. Von St. Pölten gab es dann kaum Gegenwehr mehr, es gab dann eigentlich nur mehr von unserem SK Sturm die Offensivakzente. St. Pölten auch sehr, sehr fehlerhaft, gerade im Umschalten, da waren unsere Blackies auch eiskalt. St. Pölten eben eigentlich im Vorwärtsgang verliert den Ball, der Ball kommt zu Schul, der leitet sofort weiter eben auf Danny Allah, und der haut den eben dann auch wunderbar rein und trifft zum 4:1. Und am Ende noch Husbeck eingewechselt, und auch der darf sich freuen, auch der darf noch ein Tor erzielen. Eingeleitet das Ganze eben auch wieder über Schul, der sowieso für mich der herausstechendste Mann noch auf dem Platz war. Schul eben bedient Husbeck auf rechts, und über die halbrechte Position haut ihn dann der gute Hussi dann auch noch rein und macht eben das 5:1 für unseren SK Sturm. Also St. Pölten hat zwischendurch noch beim Stand von 1:4, glaube ich, durch Rasner eine gute Möglichkeit aus der Distanz. Der Ball klatscht aber an die Stange. Wäre ein schönes Tor geworden, aber im Endeffekt von St. Pölten kam da einfach zu wenig. Unsere Blackies haben es konzentriert erledigt, auch wenn es nicht einmal das beste Saisonspiel war. Aber ja, so tritt eine Spitzenmannschaft auf, würde ich mal sagen. Leider Gottes haben die Salzburg allerdings auch wieder gewonnen, deswegen hat es uns tabellarisch jetzt nicht wirklich weiter nach vorgebracht, aber auf jeden Fall mit dieser Leistung kann man, denke ich, zufrieden sein. Und ja, wenn unsere Blackies auch die nächsten Partien dementsprechend eben so konzentriert angehen, jetzt stehen ja 2 Heimspiele auf dem Programm, dann bin ich da guter Dinge, dass unsere Jungs auf jeden Fall zumindest ja den 2. Platz ohnehin haben, aber vielleicht auch mit bisschen Glück an Salzburg zumindest noch ein bisschen ranrücken können. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall war es ein ja, sehr, sehr angenehmer Auftritt, den unsere Blackies da auswärts geboten haben. Und ja, gut anzusehen, kann so weitergehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, und bis dann. Ciao, ciao.